Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Gesprächsbereitschaft. Natürlich gibt es einige weltberühmte Berliner. Denken Sie an die Frau, die in Schöneberg Geigenunterricht bekommen hat und dann irgendwann in Las Vegas ihre eigene Show hatte, Marlene Dietrich. Denken Sie an den Begründer der modernen Architektur, Walter Gropius. Aber es gibt einen, der eigentlich aus allen heraussticht. Und das ist natürlich der Naturforscher Alexander Humboldt, der Entscheidendes geleistet hat, der im Prinzip den Gedanken hervorgebracht hat, dass es ein Ökosystem gibt. Das lassen wir uns jetzt erklären, was Alexander von Humboldt für ein toller Mann war, von der Alexander von Humboldt-Biografin schlechthin. Andrea Wolf ist geboren in Neu-Delhi, Indien, in Hamburg aufgewachsen, Kulturwissenschaft in Lüneburg angefangen zu studieren. Dann war sie am Royal College of Arts in London und hat dann gesagt, hier gehe ich lieber gar nicht mehr weg. Ist in England geblieben, hat übrigens das Buch, über das wir gleich sprechen werden, auch auf Englisch geschrieben. Sie hat angefangen, über Gärten zu schreiben. Und dann kam eben Alexander von Humboldt und die Entdeckung, die Erfindung der Natur, was Sie höchstwahrscheinlich in Ihrem Buchladen schon gesehen haben. Wenn Sie es noch nicht mitgenommen haben, tun Sie das jetzt. Das ist sehr empfehlenswerte Literatur. Frau Wolf, bei Ihnen ist das so, jetzt sind Sie schon ein Weilchen mit dem Buch unterwegs und wir sprechen gleich darüber, was, inwieweit das jetzt noch eine künstlerische, eine illustrierte Fortsetzung gefunden hat. Aber Sie haben schon mal gesagt, Sie hätten das Gefühl, Humboldt würde mit Ihnen sprechen. Wie klingt der denn, wenn der mit Ihnen spricht? Der spricht ohne Punkt und Komma. Das ist ganz klar. Also der ist, wenn ich ein Wort nur hätte, um ihn zu beschreiben, würde ich sagen rastlos. Also rastlos am Reden, immer wieder neugierig die Welt erforschen. Und wenn Humboldt mit einem redet, dann redet er eigentlich unablässlich. Und hören Sie den dann mit Berliner Akzent sprechen? Nein, Humboldt hat, ganz viele Leute haben erzählt, dass Humboldt in verschiedenen Sprachen gesprochen hat, aber in einem Satz. Also zum Beispiel, als er nach seiner Südamerika-Reise in Washington D.C. angehalten hat und dort Thomas Jefferson, den damaligen Präsidenten der USA, getroffen hat, hatten die gesagt, Humboldt redet in einem Satz Spanisch, Deutsch, Englisch und Französisch. Alles in einem. Alles durcheinander. Und trotzdem haben die Menschen ihn verstanden oder haben die gelegentlich das Gefühl gehabt, der ist irre? Ich glaube, viele Leute haben gedacht, er ist ein bisschen verrückt, aber auch, dass er auch ein bisschen arrogant ist. Also Humboldt hat, glaube ich, nicht besonders viel Zeit für dumme Leute gehabt und hat halt an, wenn dann jemand da nicht mithalten konnte, konnten die nicht mithalten. Jetzt hat, das werden wir nachher auch besprechen, Alexander von Humboldt schon 1800 darauf hingewiesen, dass es einen Treibhauseffekt, einen vom Menschen gemachten Klimawandel geben könnte, oder das war seine Theorie, es gibt den. Gleichzeitig ist es das Jahr 1800, also es ist echt lange her. Hätte der tatsächlich mit Ihnen gesprochen? Wie hätte der mit Ihnen gesprochen, weil Sie ja nun mal eine Frau sind? Das war ja 1800 gar nicht so leicht. Ich sag mal so, Humboldt hat sich nicht besonders für Frauen interessiert. Also ich weiß nicht, ob Humboldt mit mir gesprochen hätte. Manchmal fragen mich auch Leute, was würdest du Humboldt fragen? Dann weiß ich immer gar nicht, ob sich Humboldt mit mir unbedingt unterhalten würde. Aber ich glaube mal in der Zwischenzeit, also ich habe jetzt die letzten, also die Biografie ist in Amerika zuerst rausgekommen, 2015. Seitdem bin ich sozusagen auf World Tour mit Alexander von Humboldt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin seine Pressedame. Hm. Jetzt noch mal so fürs 250. Geburtstag, ja, noch mal einmal richtig. Im September. Im September hat er jetzt 250. Geburtstag. Klingt auch bizarr, im September würde er 250 werden, weil so weit sind wir ja noch nicht. Also würden Sie denn gerne mit ihm, also Sie haben die Reise von Alexander von Humboldt von 1799 bis 1805 durch Südamerika und so weiter und so weiter, ist ja auch alles auf den Karten drauf, die haben Sie teilweise nachvollzogen. Wären Sie denn damals, hätte der Sie mitnehmen können? Sie sagen können, das ist eine junge Frau, die ist wissbegierig, die ist Kulturwissenschaftlerin. Also erstmal hätte er das nicht gemacht. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich weiß auch nicht genau, ob ich es gerne gemacht hätte. Ich bin zwar so ein bisschen abenteuerlustig, aber so ein bisschen bequemer hätte ich es vielleicht doch ganz gerne. Ich wollte gerade sagen, Sie wären womöglich nicht hart genug gewesen. Nee, wahrscheinlich nicht. Denn Sie waren auf diesem Berg in Südamerika, der so ein bisschen klingt wie so eine Grillwurst. Chimborazo, genau. Wieso klingt das wie eine Grillwurst? Weil wenn ich das so vor mir sehe, geschrieben sehe, muss ich an so eine Chorizo-Wurst denken. Weil diese Dinger, wo so das Fett immer so rausspritzt. Und da soll ja Alexander von Humboldt beinahe barfuß hochgegangen sein. Ich meine, 5000 Meter, es ist kalt, da ist oberhalb der Baumgrenze, es ist nur Stein. Ist das wirklich wahr oder ist das so eine Legende, um das Ganze Messiasartige erscheinen zu lassen? Also Humboldt ist noch weitergegangen. Humboldt ist bis fast 6000 Meter gegangen. Er hat, auf den Chimborazo hat er blutige Füße gehabt. Und zwar hatten die ein Problem, das wir heute nicht so haben. Wir haben ja alle vernünftig gute Wanderschuhe, wenn wir solche Sachen machen. Aber Schuhe waren das größte Problem in so einer Entdeckungsreise damals. Die hatten Ledersohlen, die sind ganz oft zerschlissen gewesen. Die hatten ganz große Probleme mit
Bambusschösslingen, die im Schlamm wuchsen, die immer wieder die Sohlen zerrissen haben. So das, das ist keine Legende. Also zumindest beschreibt er das in seinem Tagebuch. Mhm. Was Sie auch komplett gelesen haben. Ja, also so ziemlich viel habe ich von dem Tagebuch gelesen. Ja. Frage ich jetzt deswegen, weil mich das auch interessiert, Frau Wolff, wie Sie, das ist ja bei Ihnen ist das ja auch ziemlich spektakulär. Sie sind ja, wenn Sie jetzt Alexander von Humboldt als Weltbürger beschreiben, Sie sind ja selber nicht weniger Polyglott als der. Also Sie sind, weil Ihre Eltern Entwicklungshelfer waren, in Neu-Delhi aufgewachsen. Das könnte den einen oder anderen gerade heute beschäftigen, weil heute die größten demokratischen Wahlen aller Zeiten begonnen haben in Indien, wo es, glaube ich, 900 Millionen Wahlberechtigte gibt. Und wir sagen ja immer so locker, ja, in Indien. Das ist ja nun ziemlich riesengroß. Was fällt Ihnen denn sofort zu Indien ein, wenn jemand sofort wissen will, Andrea, Indien, was ist da los? Für mich jetzt, ja, oder politisch? Für Sie. Für mich ist Indien was ganz Emotionales. Also das Rationale ist natürlich die größte Demokratie auf unserem Planeten. Das Emotionale ist für mich, ich bin da geboren, da ist irgendwas, da habe ich irgendwelche Wurzeln, die kann ich rational überhaupt nicht erklären, weil ich mit 4 Jahren aus Indien weg bin, zwar immer wieder nach Indien auch in Urlaub gefahren bin, aber da passiert was, wenn ich aus dem Flugzeug aussteige dort und Indien rieche, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich angekommen aber bin. Aber wie kann man das denn riechen? Weil viele Leute würden ja sagen, Indien stinkt. Ja, aber das ist ein bestimmter Geruch. Das sind die Farben. Das ist das Orange, das Pink, das Rot, das Gelb. Das macht irgendwas in mir. Das kann ich überhaupt nicht rational erklären. Aber das ist was, ich glaube, wenn man in einem anderen Land aufgewachsen ist und viel gereist ist. Also ich habe so ein bisschen so ein die Gene eines Nomaden in mir drin. Also auch so eine Rastlosigkeit vielleicht. Obwohl schon heute London ihr Lebenszentrum ist. Ja, wobei ich auch immer doch noch sehr viel reisen muss. Also ich kann ganz schlecht nur an einem Ort bleiben. Da werde ich ganz unruhig. Was der eine oder andere von unseren Zuschauern kennen wird, ist die Schlei. Das ist eine wahnsinnig schöne Landschaft in Norddeutschland an der Ostseeseite von Schleswig-Holstein. Da sind Sie viel mit Ihren Eltern gewesen. Und um wieder da auf Humboldt zurückzukommen, können Sie an der Schlei die Rinde der Bäume am Geschmack erkennen. Dazu muss man sagen, dass Humboldt in Südamerika das versucht hat, weil die indigenen Völker ihm erzählt haben, dass sie 15 Bäume unterscheiden können, nur wenn sie die Rinde probieren. Das kann ich nicht, aber für mich ist die Schlei, weil wir da so ein kleines Häuschen hatten, das auch noch nicht mal fließend Wasser hatte, also ganz, ganz simpel, ist immer noch ein Ort, also ich war gerade letzte Woche wieder da, ich brauche das ab und zu mal, wenn ich hier in Deutschland bin, wo die Landschaft ist irgendwo in mir, in meinen Genen drin. Das ist eine Kombination aus dem Wasser und einem alten Buchenwald. Und das ist genauso, wie das mit Indien ist, da passiert auch irgendwie was Emotionales. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, das haben, ich glaube, ganz viele Menschen mit der Natur, weil unsere Fantasie ist über Zehntausende von Generationen in der Natur geformt worden. Da kommen wir ja als Mensch her. Und ich glaube, dass das irgendwo in unserem DNA drin ist, dass das die Natur, in der wir aufgewachsen sind, hat eine ganz irrationale, emotionale Verbindung mit unserer Seele, mit unserem Herz. Und das ist was ich glaube, was heute... Ja, aber Moment, wir sind ja beide Stadtleute. Also Sie leben in London, ich lebe in Berlin und das heißt, wir sind daran gewöhnt, dass da fährt irgendwo eine S-Bahn, Fahrkartenautomaten, Ampeln und was nicht alles zu unserem Stadtdschungel gehört, daran sind wir doch letztendlich gewöhnt. Ja, aber ich spreche von was viel tiefer in uns als Mensch ist. Und zwar spreche ich von Zehntausenden von Generationen, die uns gemacht haben. Das würde ja bedeuten, dass wir jetzt zusammen, wir könnten jetzt einfach in der Schlei in den Wald gehen und in so einer Hütte wohnen, das ist ja ein die wir uns selbst gebaut haben, das ist ja, da müssen ja Leute Trainings für machen, um dabei nicht zu sterben. Nein. Ich rede über unsere Fantasie, die wir entwickelt haben als Mensch. Nicht ich persönlich, Sie persönlich, sondern die Menschheit als Species hat diese Fantasie in der Natur geformt. Aber das müsste man doch trotzdem spüren in sich. Das spürt man auch, glaube ich. Das ist, wenn wir, ich glaube, fast jeder Mensch, wenn wir in die Natur gesetzt werden, das kann auch in einem urbanen Zusammenhang sein, wenn wir den Morgengesang der Vögel hören, wenn wir den Tanz der Wellen sehen, wenn wir eine Sommerwiese am frühen Morgen riechen. Da passiert was mit unserem Herzen, mit unserer Seele. Das kann man nicht mehr rational erklären. Was ich schwer nachvollziehen kann,
ich kann total verstehen, dass man sagt, ich gehe aus Deutschland weg oder ich habe was anderes kennengelernt, da finde ich schön. Oder viele Leute sagen, ich möchte in die Sonne. Viele Rentner sagen, ich gehe nach Thailand, weil da kann ich mir das Leben besser erlauben. Woraus man als allerletztes ausreist, ist die Muttersprache, weil Deutsch ist, das ist nun mal das Besteck schlechthin, gerade für eine Schriftstellerin, die Sie sind. Und ich habe extra noch mal nachgeguckt. Vorne steht so aus dem Englischen übertragen, weil das in Englisch geschrieben ist. Das heißt, Sie finden I love you schöner als ich liebe dich. Ja. Das ist nicht Ihr Ernst. Doch. Das ist nicht Ihr Ernst. Ich finde es auch einfacher, so ein Interview auf Englisch zu machen als auf Deutsch. Wir bleiben bei der schwierigen Variante. Das sage ich Ihnen gleich. Das verstehen ganz wenige Leute, aber das ist, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin in die falsche Sprache geboren worden. Ich wäre nie Schriftsteller geworden, wäre ich in Deutschland geblieben. Wieso denn nicht? Weil das Englische ist eine Sprache, die auf Adjektiven beruht. Das Deutsche beruht auf Substantiven. Das ist eine ganz präzise Sprache, wenn man philosophische Konzepte zum Beispiel beschreiben will. Aber das Englische ist eine Sprache, die ist gemacht dafür, die Natur zu beschreiben. Und alle meine Bücher sind über das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Und für mich war das so, als ich Englisch gelernt habe, als ich in England gelebt habe, da ist noch mal eine ganz neue Welt aufgegangen. Und ich habe dann auch das Deutsch. Moment mal, pockert ja der Patriot in mir. So sehr ich England liebe. Aber ich meine, bei uns in unserer Sprache können sogar Kommunisten Liebesgedichte schreiben, wie zum Beispiel Bertolt Brecht. Das ist doch der Hammer. Da können Sie doch nicht sagen, das ist nur eine präzise Sprache. Da kann man nur sich, wer weiß was, für wilde Gedanken machen. Aber die ganzen großen Nature Writers, Die haben alle im Englischen geschrieben. Aber das ist auch was ganz Persönliches. Ich glaube, das muss auch jeder für sich selber sehen. Ich hatte das Gefühl. Also Sie meinen, während die Engländer über Gärten und Pflanzen und Natur geschrieben haben, haben sich die deutschen kommunistische oder faschistische Gesellschaftsmodelle mit ihrer präzisen Sprache ausgedacht? Vielleicht. Oh, wow. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt was zu sagen. Ich kann nur dazu sagen, dass mein Gefühl fürs Schreiben sich noch mal ganz anders entwickelt hat, als ich nach England gekommen bin. Und ich hatte das Gefühl, ich bin hier angekommen. Ich bin hier irgendwo zu Hause angekommen. Das ist relativ schwierig, das natürlich jetzt während der Brexit-Diskussion zu sagen. Ich sehe das schon an Ihrem Gesicht, dass Sie sie warten. Nein, ich habe da gar nicht dran. Ich finde auch, dass ich die englische Sprache, ich hätte das jetzt so präzise nicht sagen können, wie Sie es gesagt haben, aber ich finde tatsächlich, dass kein Wunder, dass wir so viel Musik in englischer Sprache gut finden. Aber auf der anderen Seite sagen Leute auch immer, gerade Leute, die Musik machen, sagen, naja, wenn ich aber einen deutschen Text singe, dann ist das meinem Herzen näher. Ich habe eine russische Autorin getroffen, die hat auf Deutsch Romane geschrieben. Sie sagt, Lyrik würde niemals auf Deutsch gehen, weil dazu ist das einfach nicht ihre Muttersprache. Wenn es näher ans Herz kommt, dann muss es die Muttersprache sein. Das ist bei Ihnen anders. Das ist bei mir anders. Wobei natürlich, das darf man nicht vergessen, ich habe als Kind natürlich Englisch auch gehört in Indien. Ich habe das zwar nicht besonders gut gesprochen, also ich bin schon deutschsprachig aufgewachsen und habe dann auch ganz normal Englisch hier in Deutschland in der Schule gelernt. Auch schlecht, war jetzt nie besonders gut darin. Aber vielleicht ist es was ich irgendwo ganz tief in meinem Unterbewusstsein irgendwo in mir drin. Das heißt, es gibt auch keinen, wenn Sie schreiben, es gibt keinen Zweifel, ob, also man, wenn man schreibt, denkt man ja nochmal nach, klingt das so gut, ist das so richtig, ist das womöglich das falsche Wort? Das gelingt Ihnen auf Englisch einfacher als tatsächlich auf Deutsch? Also wenn ich in E-Mail zum Beispiel an ein deutsches Archiv schreiben muss, um zu fragen, ob ich Primärquellen einsehen kann, dann lasse ich das von meinem Vater nochmal checken. Tatsächlich? Mhm. Wow. Peinlich, ne? Das ist nicht peinlich. Das ist nur ungewöhnlich, dass so eine Transformation möglich ist. Das ist faszinierend, muss man sagen. Und Sie haben gesagt, weil Sie gerade das Archiv ansprechen, Sie haben schon mal gesagt, als ich damals für dieses dicke Buch in den Archiven saß, hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich irgendwann mal mit den Bundespräsidenten Deutschlands, weil müssen wir jetzt dazu sagen, wobei die Engländer hätten, da müssen mit der Queen fahren, aber mit dem Bundespräsidenten nach Südamerika auf den Spuren von Alexander von Humboldt reise, was sie in diesem Winter getan haben. Wie war denn das in diesen Archiven? War Ihnen dazwischendurch total langweilig? Und Sie haben sich gedacht, boah, ey, Alexander von Humboldt geht mir so auf die Nerven, ich will was anderes. Ich möchte lieber über Queen schreiben. Nein, also ich glaube, wenn man nicht, also man muss schon eine bestimmte Persönlichkeit sein, glaube ich, wenn man Archivarbeit. Wie muss man dann sein? Also man muss schon sehr pingelig sein. Man muss so jemand sein, der, nachdem die Gäste weg sind, noch die ganze Küche aufräumt. Solche Menschen schreiben solche Bücher. Das tue ich manchmal, das tue ich nicht immer. Nein, aber man muss so ein bisschen wie ein Einsiedler auch sein können.
Also ich hab zwei Teile in meiner Persönlichkeit. Einmal, ich kann sehr sociable sein und bin gerne mit Freunden unterwegs und reise gerne. Und dann habe ich aber auch eine Seite, da kann neben mir ein Krieg losgehen, da merke ich nichts. Da falle ich in dieses 18. oder 19. Jahrhundert rein, in diese Briefe, in diese Primärquellen, Tagebücher und merke nichts mehr um mich herum. Und das ist eine neue Welt, die ich entdecken kann und die dann als Geschichte zu erzählen, das macht unglaublich viel Spaß. Und dazu muss man natürlich sagen, Alexander von Humboldt ist jemand, also ich habe auch noch nie so viel Spaß gehabt, über jemanden zu schreiben und zu recherchieren, weil Humboldts Leben liest sich wie ein Abenteuerroman. Das ist jetzt keine langweilige Persönlichkeit. Und man ist nur dann keine langweilige Persönlichkeit, wenn man auch wirklich Abgründe und Schatten hat. Es gibt einen Grund, warum Leute nicht gerne vor Humboldt gegangen sind, weil er offenbar dazu neigte, dann über andere Leute sofort loszulästern. Ist das wahr, Frau Wolf? Also es gibt das Gerücht, dass es viele, viele Gäste gab, die sich geweigert haben, eine Party zu verlassen, bevor Humboldt gegangen ist, weil sie solche Angst hatten, dass sie das Objekt seiner bissigen Kommentare werden können. Also Humboldt konnte ordentlich ablästern, Humboldt konnte arrogant sein, Humboldt konnte angeben. All diese Dinge machen ihn zu einer sehr zwiespältigen Persönlichkeit, aber damit auch eine interessante Persönlichkeit, über die es Spaß bringt, zu schreiben. Und dazu kommt natürlich, dass er ein Entdeckungsreisender war. Der ist 5 Jahre durch Südamerika gereist und ich reise sehr gerne. Das war also auch eine herrliche Ausrede, beruflich sozusagen. Ich musste seinen Fußstapfen folgen. Aber gab es nicht Zeiten, Sie haben vorhin in Ihrem, und das steht auch in Ihrem Buch, Sie haben ihn als rastlos beschrieben, der war ja 1805 wieder da. 1804. 1804 und da war er dann ja auch erst Mitte 30. Und hier Berlin ist heute eine Stadt, in der man gut versacken kann. Damals wird das höchstwahrscheinlich genauso gut gegangen sein, zumal er hatte keine finanziellen Sorgen, weil er so viel geerbt hatte und so. Ist er dann hier in Berlin, hat er dann auch gechillt? Also hat Humboldt sich hier ausgeruht zwischendurch? Nee, also erstmal ist Humboldt hat über 20 Jahre in Paris gelebt. Nach dieser Reise und ist dann sehr, sehr... Deswegen hat der König ihn zurückgeholt. Ja. Ich ganze Zeit, wieso zurückgeholt? Und Humboldt wollte nicht nach Berlin. Also Berlin war damals eine Stadt, also Humboldt hat die beschrieben als Sandheide, als Sandwüste. Es gab damals, als er zurückkam, 1804, noch nicht mal eine Universität hier. Die hat seinen Bruder erst 1810 gegründet. Er hat das Gefühl gehabt, dass er hier intellektuell überhaupt nicht weiterkam. Paris war die Stadt, wo sich die Wissenschaften vereint hatten, wo durch die Französische Revolution die Kirche zum Beispiel an Macht verloren hatte und deshalb Wissenschaftler die ganzen Fragen stellen durften, die man bis dahin nicht stellen durfte. Und als er Mitte 50 war, also über 20 Jahre in Paris, ist er nach Berlin gekommen, weil der preußische König ihn sozusagen zurückgerufen hat. Also dem ist die Geduld so langsam ausgegangen, dass der berühmteste Preuße in Paris lebte. Und Humboldt ist dann sehr widerstrebend nach Berlin gegangen. Nicht beglückt und nicht zum Party machen. Aber er war jemand, der also bis ans Ende seines Lebens rastlos blieb. Er hatte also ein unglaubliches Arbeitspensum. Er hat wirklich nur ein paar Stunden in der Nacht geschlafen. Und dann ist er, also tagsüber hatte er seine wissenschaftlichen Termine, seine wissenschaftliche Arbeit und nachts ist er dann oder abends ist er dann von einer Party zur anderen gerauscht. Und Sie haben nicht rausgefunden, ob der dann Jungs oder Frauen mitgenommen hat? Da sind sich die meisten Historiker in der Zwischenzeit sehr, sehr sicher, dass Humboldt homosexuell war. Also dass er, der ist nicht mit Frauen hier durch die Berliner Straßen gezogen. Aber er ist, ich würde mal sagen, nie jetzt der große Partymensch an sich gewesen, sondern Humboldt hat dann da sozusagen seine Monologe gehalten, seine kleinen Vorlesungen bei jeder Party. Also wieder also wo man auch denkt, Nervensäge eigentlich. Manchmal schon, ja. Und dann, also er beschreibt sehr schön, dass er das alles nur machen konnte, weil er ganz viel Kaffee getrunken hat, den er konzentrierte Sonnenstrahlen genannt hat, was ich sehr schön fand. Und hier im Naturkundemuseum in Berlin lebt sein ausgestopfter Papagei Jakob, der eigentlich auch ein Weibchen ist. Der saß 30 Jahre bei Humboldt auf der Schulter und hat immer gerufen, oder der einzige Satz, den Jakob rufen konnte, war viel Zucker, viel Kaffee, sodass wir auch wissen, dass er seine konzentrierten Sonnenstrahlen gerne sehr, sehr süß getrunken hat. Aber sein Bruder ist ja auch ein bemerkenswerter Mann gewesen. Sie haben das schon angesprochen. Also zum einen, weil er so viel für die Bildung, für die Vorstellung von Bildung, für die Ausbildung von jungen Menschen getan hat.
Und dann hat der eine verblüffende Beziehung mit seiner Frau Caroline gehabt, also der Schwägerin von Alexander von Humboldt. Die haben eine offene Beziehung gelebt, weil Caroline von Humboldt auch zwischenzeitlich immer wieder in Paris gelebt hat. Das war ja überhaupt nicht gängig. Wissen Sie, wie das der Bruder, wie das der Naturforscher wahrgenommen hat, dass sein Bruder letztendlich eine vergleichsweise entspannte, gelassene, unkonventionelle Ehe führt? Da hat sich Alexander von Humboldt, soweit ich weiß, nicht zu geäußert, wobei auch viele von den Privatbriefen zerstört worden sind. Wobei man auch dazu sagen muss, das 18. Jahrhundert und Anfang des 19. Jahrhunderts war etwas offener, als wir manchmal denken. Das sind dann sozusagen die Viktorianer später gewesen, die so dass man prüde ist, eingeführt haben. Also zu der Zeit war das schon sehr viel üblicher, dass man auch etwas offenere Ehen und Beziehungen haben konnte. Jetzt haben Sie gesagt, dass Alexander von Humboldt etwas getan hat, was wir heute so nicht mehr beachten. Sie sagen, er hat Wissenschaft und Kunst zusammengebracht. Kunst, für die Sie am Royal College of Arts Design studiert haben, ist natürlich Ihnen ein sehr naheliegender Bereich. Aber wie meinen Sie, dass er das zusammengebracht hat? Weil was man sieht, was man auch in Ihrem neuen Buch, was ich gleich noch mal in die Kamera halten werde, damit es alle sehen, was man da sieht, sind Handschriften, die finde ich, also könnte ich nicht lesen. Ja. Zeichnungen gibt es von ihm. Aber inwiefern meinen Sie Kunst? Also inwiefern hat er Kunst und Wissenschaft zusammengebracht? Also erstmal, das Buch ist sozusagen inspiriert von Humboldts eigenen Aufzeichnungen, von seinen Skizzen, von seinen Pflanzenproben, von seinen Karten, von seinen Kupferstichen. Aber was ich mit dem Zusammenbringen von Kunst und Wissenschaft meine, ist, dass wir heute eine ganz scharfe Linie eigentlich ziehen zwischen der Kunst und der Wissenschaft. Und das ist aber eine relativ neue Unterscheidung, die wir treffen. Also heute werden ja schon Kinder in der Schule in diese Kategorien reingepfercht. Also die einen Kinder, die eher wissenschaftlich, analytisch, logisch sind, die anderen, die künstlerisch sind, kreativ sind. Das wird uns schon mit 6 Jahren im Grunde genommen auferlegt. Das ist was relativ neu ist, also 150 Jahre. Wenn wir zurückdenken an so jemand wie Leonardo da Vinci zum Beispiel, der hat sich genauso für die Skulptur wie für die Mathematik interessiert. Wenn wir an jemanden denken wie Goethe, der auf der einen Seite natürlich seine Dramen geschrieben hat, seine Theaterstücke geschrieben hat, aber auf der anderen Seite sich auch für die Geologie, für die Optik und die Botanik interessiert hat. Und so war auch Humboldt, also ein, was wir heute Universalgelehrte auf Deutsch nennen würden. Und was mir ganz wichtig war, ist ein Buch zu machen, das anders ist als eine sozusagen traditionelle, klassische Biografie, wie die Erfindung der Natur war, sondern ein Buch zu machen, was diese künstlerische Seite von Humboldt zeigt, weil ich glaube, dass das etwas ist, was heute in unserer heutigen Debatte im Klimawandel ganz, ganz wichtig ist. Also Humboldt ist ja der vergessene Vater des Umweltschutzes. Humboldt hat schon 1800 vor menschenverursachten Klimawandel gewarnt. Aber Humboldt hat uns noch was anderes gegeben. Humboldt hat uns gezeigt, dass die Kunst und die Wissenschaft, die Poesie und die Wissenschaft auch irgendwie zusammengehört. Und wir müssen vielleicht konkreter sagen, morgen werden die jungen Leute wieder demonstrieren gehen. Die Aktivistinnen und Aktivisten der Fridays for Future Bewegung. Vorgestern war hier bei uns im Studio Herr Professor Lucht vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, der auch noch mal klar gemacht hat, also die Ausmaße der Katastrophe des Klimawandels beschrieben hat. Aber das ist immer alles natürlich sehr düster. Und Sie sagen, wenn man dem Beispiel von Alexander von Humboldt folgt, dann beschreibt man die Natur nicht nur in Messdaten. Genau. Was mir ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir, also Politiker und Wissenschaftler tendieren dazu, statistische Prognosen zu machen. Also das sind technische Daten, das sind die CO2-Emissionen. Wir kriegen also diese ganzen Zahlen vor die Füße geknallt, aber keiner traut sich so richtig darüber zu sprechen, über den Zauber der Natur, über das Wunder der Natur, über die Schönheit unseres Planeten, über die verletzliche Schönheit unseres Planeten. Und warum ich den internationalen Schulstreik der Kinder, der Schüler und der Teenager so wichtig finde, ist, dass das eine emotionale Dimension in die Debatte bringt, die wir bis dahin noch nicht hatten. Weil Kinder und Teenager kein Problem damit haben, über ihre Ängste und ihre Gefühle zu reden. Also da wird darüber geredet, wir müssen in Panik geraten. Da wird eine ganz andere Ebene angesprochen als vorher. Und das ist was, wo ich sehe, wo Humboldt uns auch, wo Humboldt eine Relevanz hat. Also müsste ja für Sie dann auch Anwendung finden, Frau Wulff. Sie sind ja sowas wie ein moderner, wir haben es vorhin selbst gesagt, Sie sind ein moderner, internationaler Nomade. Dazu gehört, dass Ihr CO2-Fußabdruck ist der Horror. Eine absolute Katastrophe. Weil Sie die ganze Zeit in so einem Flugzeug sitzen.
Und haben Sie schon mal darüber nachgedacht, das zu verändern? Also ich habe darüber nachgedacht, dass in dem Moment, wo ich aufhöre, über Humboldt zu reden, wird bei mir das Fliegen ganz, 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 ganz stark reduziert. Im Ernst, wie haben Sie sich das überlegt? Also Sie haben überlegt, dass Sie dann... Da brauche ich nicht mehr. Im Moment bin ich auf Tour sozusagen als Humboldts Pressedame und versuche, den Menschen in der Welt zu erzählen, wie wichtig dieser vergessene Vater des Umweltschutzes ist. Das ist total hypocritical natürlich auf der einen Seite, weil ich ständig im Flugzeug sitze. Critical ist doppelmoralisch. Doppelmoralisch, genau. Sehen Sie, da kommt wieder das englische Wort. Das ist wunderbar. Erwarte ich fast von Ihnen. Da liege ich auch nächtelang wach drüber. Das ist kein. Sie liegen nicht nächtelang wach darüber. Dass Sie dann so großes Umweltsorgen haben. Natürlich. Ich bin zum Beispiel ich esse total gerne Fleisch eigentlich und esse immer weniger und weniger und weniger Fleisch, so gut wie gar keins mehr, weil es eigentlich überhaupt nicht mehr geht. Man kann nicht das eine predigen und das andere leben. Also Sie nehmen beim Interkontinentalflug die vegetarische Option. Aber das heißt, Sie können sich schon vorstellen, zumal Sie doch so einen starken Hang auch zur Natur haben, Sie können sich schon vorstellen, dass Sie dann nur in London sind, weil ich meine, London ist ja ganz anders als Berlin in Urbana. Man kann ja auch zum Glück noch etwas anders reisen. Also mit der Eisenbahn würden Sie dann durch Europa fahren? Man kann ja die Eisenbahn benutzen zum Beispiel. Wer könnte, das habe ich mich auch gefragt, jetzt gibt es dieses faszinierende Buch noch, das hat übrigens, müssen wir dazu sagen, Lillian Melcher hat das für Sie illustriert. Das ist ein ganz, ganz wunderschönes Buch. Eine tolle Bildgeschichte. Sie haben die Texte logischerweise dazu beigesteuert. War wahrscheinlich ein bisschen anders, als das große Buch zu schreiben. Völlig anders. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Das ist halt ein Buch. Also alles in dem Buch beruht auf Fakten, auf den historischen Fakten. Aber es ist halt eine ganz andere Recherche gewesen. Es ist eine visuelle Recherche gewesen. Also ich habe die Tagebücher durchgeguckt, nicht mehr nur auf den Inhalt, sondern auch auf die Zeichnung. Wie hat er was gemalt? Wo hat er was gezeichnet? Das waren Sachen. Lillian hat dann zum Beispiel gefragt, also in der Erfindung der Natur konnte ich schreiben, Humboldt hat die Höhe des Berges mit dem Barometer gemessen. Und Lillian hat dann da gesessen und gesagt, aber wie hält er denn das Barometer? Wie macht er das denn? Also war das nochmal eine ganz andere Recherche. Sie mussten dann rausfinden, wie macht man das? Weil heute misst ja keiner mehr. Humboldt hatte 42 technische Geräte dabei bei seiner Reise durch Südamerika. Wie misst man? Und wer kann denn einem sowas erzählen? Also wer weiß sowas? Da hatte ich ganz großes Glück. Ich kenne einen Professor, der sich spezialisiert auf historische wissenschaftliche Instrumente, der unglaublicherweise auch noch an der Humboldt State University in Humboldt County in Kalifornien arbeitet, der uns wirklich also mit größter Geduld erklärt hat, wie diese ganzen Instrumente funktionieren und uns auch Schritt für Schritt Fotos geschickt hat, also für jeden Bedienungsschritt, wie man was anfasst. Also das ganze Buch war eigentlich auch ein Erlebnis. Wir haben so viel Hilfe gekriegt von so vielen verschiedenen Leuten, also so ganz in diesem Humboldtschen Sinne, mit dem Netzwerk, wo alle Leute miteinander arbeiten. Zum Beispiel eine Szene beschreibt Humboldt, wie das Kreuz des Südens, also das Sternbild auf dem Weg von Ecuador nach Mexiko immer weiter in den Horizont gesunken ist, je weiter nördlich er gesegelt ist. Und Lillian musste wissen, wie sich das verändert hat. Und dann, ich kannte einen Astronomen, der uns das genau aufgezeichnet hat, wie sich 1803 auf dieser Route dieses Sternbild verändert hat. Das sind natürlich Kleinigkeiten, die vielleicht nicht jeder Leser dann mitkriegt, aber das sind für uns ganz... Also das war ganz viel Freude, das zu machen. Aber das ist die Frage, die ich gerade eigentlich stellen wollte. Wer könnte für Sie so faszinierend sein wie Alexander von Humboldt? Auf den sind Sie gestoßen, als Sie über die Gründungsgärtner der Vereinigten Staaten geschrieben haben. Also wer könnte für Sie vergleichbar faszinierend sein? Das weiß ich nicht. Deshalb habe ich ja auch noch kein neues Buch angefangen. Das ist das Problem. Ich befürchte, es gibt niemanden, der so ist wie Humboldt. Ich tendiere sowieso eigentlich immer dazu, Gruppenbiografien zu schreiben, sodass das auch nicht eine Person bedienen muss, sondern das müssen dann mehrere Personen sein. Aber da habe ich dann endlich Zeit zu nächstes Jahr. Frau Wulff, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute da waren. Dann kommen Sie nächstes Jahr bitte, bitte wieder. Dankeschön. Andrea Wulff, meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, toller Geschenktipp. Und hier in der Tasse, die Sonne ist im Café gefangen, hat Alexander von Humboldt gesagt. Nehmen Sie mindestens das mit. Haben Sie eine wunderbare Nacht und wir sehen uns bald wieder. Viel Spaß hier weiterhin im RBB.